Liebe Gothic-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe hier bei unserem Let's Play. Wir sind auf der Suche nach unserem Zahnrad. In diesem Schacht hier, den ihr hier sehen könnt, haben wir es leider nicht gefunden. Jetzt wollen wir den durchsuchen und wir haben auf jeden Fall schon was super Tolles gefunden, und zwar einen Beweglichkeitsring. Durch den Ring sind wir in der Lage, hier unseren Langbogen endlich einzusetzen. Den haben wir nämlich von Lefty geklaut. Ich glaube, Lefty war das. Genau, da haben wir nämlich, wie ihr jetzt hier sehen könnt, 20 Geschick. Und der Bogen hat ebenfalls 20, braucht 20 Geschick. Ja, deswegen alles super toll. Und nun gehen wir mal hier hinter. Müssen wieder unser kleines Taschenmesser bzw. Taschenaxt zücken. Denn wir haben hier ein kleines Haustier. Und da kommt auch schon das nächste. Da kommst du her. Komm her. Zack. Und auch hier, der hier. Nicht wegreißen. Wegreißen. Ausreißen. Das ist scheiße. So, Regel Nummer 1. Niemals den Viechern den Rücken zu kehren. Wow. Mist, jetzt haben sie mich getroffen. Na komm her. Aha. Und du noch. Zack. Nimm das. Jawoll. Sehr schön. Okay, nochmal zurück. Da hatten wir noch ein paar Blumen hier auf dem Boden liegen. Einmal das. Okay, dann machen wir noch unser Leben voll. Wir füllen es auf. Genau, wir nehmen ein bisschen Ragout hier. Oh, das bringt ja auch nicht wirklich viel. Was haben wir hier? Seraphis, 14 Lebensenergie, okay. Ja. Ausreichend, okay. Halt. Wir nehmen wieder das Messer raus. Das hört sich so an, als ob da noch einer ist. Hm. Ja, da. Kommst du her? Und da ist er platt. Und wir haben hier einen Pilz. Sehr schön. Wunderbar. Und noch einen Trank. Cool. Und einmal Kraut. Dann füllen wir uns wieder auf. Ah, das werden wir mal kurz. Nehmen wir hier unser Fleisch. So. Aber wie wir sehen, haben wir auch hier kein... Oh, was war das? Steinbrecher. Was ist das? Minecrawler. Haben wir? Okay. Schauen wir mal nach. Jawohl. 37 Schaden. Unsere aktuelle Axt hat 29. Der hat jetzt 37, ist immer deutlich besser. Na, ihr wisst, was das heißt. Genau. Zack. Einmal ausrüsten, bitte. Ja, wunderbar. Dann hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Wir haben zwar immer noch nicht unser Zahnrad. Haben wir den schon gelootet? Ja. Den? Ja. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt hier schon mal eine neue Waffe. Stärke 35. Okay. Dann können wir hier... Moment. Wir haben noch 18 Lernpunkte. Das heißt, wir holen uns noch 5 Stärke. Ja. So machen wir das. Wir holen uns 5 Stärke. Da sind wir bei 40. Dann haben wir erstmal ein gutes Polster.
Und ja. Halt. Wo laufe ich denn lang? Verlass dich auf jemanden, du bist verlassen. Das ist eben so. Das ist eben so. Absolut korrekt. Also, wir gehen jetzt mal eine Etage höher. Hier unten war kein Zahnrad. Aber die haben doch gesagt, ein Raum weiter. Ist auch schon viel zu lange her. Ist vielleicht besser, wenn ich mir meine alten Folgen nochmal anschaue. So, hier waren wir noch nicht drin. Okay, oder? Okay. Ja, ist okay, genau. Hier waren wir noch nicht drin. Doch, hier waren wir schon drin. Wir sind nur nicht hier runtergegangen wegen den Minecrawlern. Aber die haben wir ja jetzt besiegt, weil wir sind ja inzwischen deutlich stärker geworden. Können ja jetzt auch hier Leiter. Okay. Genau, wir können ja jetzt mittlerweile einhändig richtig gut zuschlagen. Jetzt müssen wir nur aufpassen. Hä? Hier waren doch Minecrawler. Wir sind doch extra nicht hier runtergegangen, weil die da waren. Wo sind die denn hin? Können wir hier uns drehen? Lass mal gucken. Ne, Tatsache. Da sind keine Minecrawler da. Können wir hier irgendwas mitnehmen? Ja, Kraut. Naja, immerhin etwas. Halt. Hier ist nochmal Kraut. Oh nein, ich hasse es. Ja. Wenn ich einmal hasse, dann ist es wirklich Dunkelheit. Also zumindest im Spiel. Hä? So. Okay. Haben wir hier irgendwas? Nee. Und hier? Nur Erz. Okay. Und dann sind wir wieder hier. Okay. Hier haben wir lustige Pilze. Kraut. Na? Das sind, die sehen aus wie irgendwelche Erzklumpen, Erzpilze oder sonst irgendwas. So, schauen wir nochmal nach. Hier haben wir nichts. Da haben wir nichts. Hier können wir nicht lang. Jawohl! Sehr schön. Wir haben unser Zahnrad. Geile Sache. Das nehmen wir mit. Auf jeden Fall. Das freut mich aber. So, haben wir noch irgendwas? Nochmal in alle Ecken schauen, bevor wir hier wieder abhauen und irgendwas liegen lassen. Ich kenne mich doch. Ich habe immer das Glück. Okay, hier ist nichts. Ist jetzt nur die Frage, warum hier die Minecrawler nicht da sind. Okay, das brauchen wir nicht. Das können wir ausschalten wieder. Ablegen, nicht ausschalten. Okay, was für ein lustiger Sound. Haben wir hier. Naja, wo wir mal da sind, können wir nochmal hier lang schauen. Okay, da ist nichts. Ist wieder dunkel. Ist hier irgendwas? Nein. Hier ist auch nichts. Hier geht's runter. Okay. Oh, ein Trank. Der gehört uns. Und eine Spitzhacke. Alles klar. Und einen Erzbrocken. Wunderbar. Sehr schön. Dann werfen wir nochmal einen Blick hier hoch. Wenn wir schon mal da sind. Das hört sich an wie Stöckelschuhe, oder? Was meint ihr?
Kommen wir darüber? Anscheinend nicht. Okay. Na dann. Kommen wir da wieder auf den Vorsprung drauf? Okay. Ja, dann nehmen wir die Leitern. Hä? Was war das denn? Wollt ihr mich verarschen? Nimm mal die. Hallo, du musst ja die Leiter ganz hoch gehen. Das ist Sinn und Zweck einer Leiter. Okay. Wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Nee, oder? Hüpfen? Okay. Scheiße. Das verzeiht mir den Ausdruck, aber kommen wir jetzt hier wieder raus? Probier's nochmal mit Springen. Es gibt hier keinen weiteren Ausgang. Wir müssen hier irgendwie rauskommen. Okay. Ganz langsam. Soll ich nochmal runterfallen? Jawohl. Also Leute, jetzt wollte ich schon sagen, hier, das müsste mal wegpatchen, Entwickler, aber das Spiel ist, glaube ich, schon so alt. Ich glaube nicht, dass da noch jemand was wegpatcht. Aber wir haben auf jeden Fall unser Zahnrad. Das heißt, wir bringen das mal schnell hier runter. Und schauen, was passiert. Okay. Ja. Kleine Stunteinlage. Lass mich mal. Ja, ja, ich weiß schon. Vorbei. Blabla. Aber das war doch hier für das Zahnrad. Versteht das nicht. Ich verstehe das einfach nicht. Okay. Wir gehen ins alte Lager zurück. Und schauen mal, dass wir noch von Diego ein paar Punkte bekommen. Und wir müssen ja auch noch, wenn wir jetzt eine neue Keule haben, können wir vielleicht auch kämpfen. Also hier. Ja, da waren wir ja schon drin. Gegen. Wie heißen die Typen? Birko, Mirko, Zirko, Lirko, keine Ahnung. Die müssen wir ja noch überzeugen. Man darf. Und wenn wir das gepackt haben, dann. Aber behalt's für dich, muss nicht gleich jeder wissen. Ja, ja, ich weiß. Aber behalt's für dich, muss nicht jeder gleich wissen. Sehr schön. Ich schau mich mal um. Mach keinen Ärger. Der hat auch nichts mit dem Zahnrad zu tun. Ach, wie war denn das nur? Egal. Wir werden das schon irgendwie los. Jetzt haben wir es auf jeden Fall. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber das hört sich wirklich jedes Mal an wie Stöckelschuhe. High Heels. Unser Held ist mit High Heels unterwegs. Und wenn wir uns dann ein bisschen besser ausgerüstet haben, also wir noch stärker sind und so weiter und so fort und dann natürlich auch Magie gelernt haben,
dann werden wir mal hier in der Mine komplett aufräumen. Das heißt, alle... Ups, ich wollte nicht durchlaufen, zurück. Also wir können durchlaufen, aber nicht wieder zurück durchlaufen. Durch die Leiter. Dann werden wir hier die Mine komplett sauber machen mit den Minecrawlern. Jetzt möchte ich erstmal unsere Lebenspunkte noch aufstocken. Ach Quatsch, unsere Stärkepunkte auf 40. Ich denke mal, das ist ein guter Wert. Und ja, auf jeden Fall noch im neuen Lager Akrobatik. Das will ich auf jeden Fall machen. Komm, Ladebalken, mach hin. Dankeschön. Dann war das doch eine gute Idee, hier lang zu kommen. Um nochmal hier unseren neuen Bogen einzusetzen. Den Beweglichkeitsring, den Steinbrecher hier. Auf jeden Fall. Coole Sache, hat sich gelohnt. Und jetzt gehen wir ins Lager zurück und holen uns an der Stelle mal den 5er Bonus für Stärke. Dann haben wir 40 und dann probieren wir einfach mal, dass wir hier, wie schon gesagt, diesen Mirko Zirko Lirko, irgendwie der heißt, in der Arena umzuhauen. Und wenn wir das schaffen, können wir eventuell auch den ganz großen umnatzen, aber das müssen wir erstmal schauen. Kürzen wir mal hier ab, springen mal hier rüber. Hä, was ist denn jetzt los? Wir konnten gerade über Wasser laufen oder zumindest drauf stehen. Warum nicht? So, immer schön am langen Rand langlaufen. Hier oben hat man ja auch schon alles geklärt. Ist alles sauber, keine Tierchen. Okay, dann hier rein. Dann sind wir auch schon da, direkt zu Diego und die 5 Punkte holen. Der Fortschritt. Solange ich damit nichts zu tun habe. Da sitzt er schon und wartet auf uns. Ich dachte, dass wir sind, Diego. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Ja. Bei mir kannst du lernen, deine Geschicklichkeit zu verbessern oder deine Kampfkraft zu steigern. Wir möchten gerne Stärke haben. Deine Kampfkraft ist um einiges gestiegen. Komm bald wieder. Es gibt viel zu lernen. Mach's gut. 40 Stärke, jawohl, und 20 Geschick. Sehr schön. Und nun gehen wir zu unserem Kampf. Können wir hier uns noch Suppe abholen? Oder hatten wir die schon? Du hast gesagt, ich kann so viel von dem Eintopf haben, wie ich will. Klar, heute ist aber alles schon auf. Komm morgen wieder. Okay, dann hatten wir die heute schon geholt. Kirgo, da ist er. Den werden wir als erstes umklatschen und dann werden wir versuchen, hier drüben den Großen umzuhauen. Mein Gott, ist der laut mit seinem Schleifstein. Und wie der Kampf ausgehen wird mit uns und den beiden Typen hier, sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei, wenn wir dann hier zuschlagen werden. Also, schaltet ein, bleibt dran. Ich sage Dankeschön und auf Wiedersehen. Ciao und Baba.